So, stete Herausforderung, Grieße Herausforderung haben wir zur Zeit. Klar ist, dass wir, ja, wir haben es jetzt mittags rum. Da ist logisch, da hatten wir vorhin, glaube ich, oder auch keine weitere Mission. Sieht man, was wir an Sachen geschafft haben. Das sind ziemlich viele. Rasenmähen, 1, 2, 3 haben wir geschafft, aber Haus, 1 bislang nur. Preps am Boden, der Sammler. Also, ja. Rasenmähen 2. Haus. Ist also noch offen. Könnte man noch machen. Da ich aber, wenn höchstens jetzt erstmal noch wieder eine Krisa oder Städte-Herausforderung noch machen würde. Weil, wie es aussieht, jetzt zeitmäßig. Weil nichts anderes auswählbar ist. Ich denke mal, das werden wir wieder erst am Abend kriegen. Das war vorhin auch so. Da waren ja auch dann noch zwei Sachen anwählbar. Sammeln haben wir ja geschafft. Aber die Städter wären nicht so gut auf uns zu hören sein. Kuckuck. Mal gucken wir mal, was hier so abgeht. There's never anything good on TV. What? War footage and natural disasters doesn't do it for you? Nice place you guys have found. I think I'll take it. What do you want, Hopkins? I want you gone. Get lost. You're cruising for the cruise. Too easy. Show me your stuff, man. Get scared, pinhead. Tell me you can hit. You're gonna get creamed. Mike hier eigentlich gerade. Was mache ich denn? Ach. Das glaube ich nicht, dass ich das überlebe. Jawohl. Schön, dass ihr mich nicht rauslasst. Boah, knapp. Apropos Beam-Cola. Danke. Erstmal richtig im Flow hier drin. Jawohl. Geil. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das schon eher gemacht, glaube ich. Neuer Speicherbuch freigeschaltet. Sehr schön. Gleich mal speichern hier. Wichtig für uns. 64% geschafft. Nice. Und wir haben wieder ein Spielchen. Aber erstmal will ich das Ding zerschrotten. Na, dann gucken wir doch gleich mal, was wir hier haben. Monkey Fling. So, schieß mit deiner Kacke Bananen herunter. Isst du Bananen, bekommst du mehr Kacke. Hüte dich vor Spinnen. Affe, schieß Banane runter, um Kacke zu bekommen. Bananen abschießen, um mehr Kacke zu bekommen. Spinnen berühren keine Spinnen. Und Kacke werfen mit A. Oh oh. Hä?
Kann man springen? Die, ach so, die verschwinden nach einer Zeit. Ganz nett, sage ich mal, aber naja, die bleiben länger oben, habe ich so jetzt auch das Gefühl. Unten. Langfindig. Lustige Spielidee sicherlich. Stelle herunter, warum auch nicht, ne? Nein, daneben! Ich glaube, das war's. Ja, Game Over. Immerhin 2,5 Punkte. Jimmy! Dritter einmal. Okay. Gut. Haben wir es auch mal gespielt? Und da kommt wieder mal einer uns entgegen und man könnte noch die Städte-Herausforderung als nächstes machen. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Wenn ihr mir mein Fahrrad gebt. In der angebrachten Zeit sollte das eigentlich möglich sein. Ich werde schon mal richtig fahren hier, das ist gut. Nicht schon, als ich das letzte Mal hier lang gefahren bin, die gleiche Richtung alle gelaufen. Nee, muss ich nicht hin. Ja. Ja, danke. Du bist aber niedlich. Willst du wirklich das Geld haben? Ich kann dir was anderes geben. Ja. So. Ja. Dann sieht es so ein bisschen danach aus, als ob wir jetzt auch erstmal die Städte-Herausforderung machen müssen, weil, ganz ehrlich, ich sonst nicht so richtig weiß. Weiß halt nicht, wann die nächste richtige Mission wieder kommt. Auf der anderen Seite.
Oh! Hä? Mich verarsche? Ach, da. Puh, aua. It's a pretty cool game. It's all about killing things and taking their stuff. What was it called? Grottos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up and evict you. Enough talking. Let's fight. Let's. Da los, natürlich. Oh, oh. Das ist nicht so gut. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Mann, ich hab das absolut total alt vergessen, was man hier machen muss. Boah, Alter. Na toll. Sie haben mich geäumelt. Versuchen wir es nochmal. It's a pretty cool game. It's all about killing things and taking their stuff. What was it called? Grottos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up and evict you. Enough talking. Let's fight. Let's. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Get out of my face. Ich kann das auch. Genau das gleiche mit dir. Mann. Dann war der weg. Du hast doch nicht Meister, also kriegst du ein paar in die Schnauze. So, wo sind die nächsten Kunden? Der hat ja eben gar nicht ausgehalten. Bleibst du liegen? Aua! Na geht doch. Steht da Clubhaus erhalten. Yeah. Und wieder ist geschafft. Neuspeicherbuch freigeschaltet. Jimmy Hopkins delivers. Zerstören wir hier mal ein bisschen was. Und wir haben auch wieder einen. Mucke aus hier. Ja, neues Spielchen. Futures. Ach nee, oder auch nicht. Das kennen wir schon leider. Metro Town. Ja. Kann man das Spiel beenden? Das kennen wir schon. So. Und leider haben wir jetzt nur noch Zeitungsjunge und Rasenmähen zur Zeit. Das ist wirklich ein bisschen schade, muss ich gestehen. Ah, jetzt haben wir. Und zwar eine Sache haben wir. Kleinholz. Schön. Und das haben wir auch hier unten in der Nähe. Das ist gut.
Schatz, lass mich damit zufrieden. Was haben wir hier noch zum Einsammeln? Achso, Steine sind nur. Ich bin gespannt. Hey, what you looking at? Hey, Zoe. You wanna have some fun, tough guy? What kind of fun? Not that kind. I only date older men or junkies. They're so romantic. Come on, what's wrong with me? Well, everybody hates you. You're a little twerp. You dress terribly. Hast du mich mal in Action gesehen? Nothing. Oh, okay. Good. Why don't we play a little game? Come on. By older men, I hope you don't mean Mr. Burton. Hey. Ja, sie mag mich. Na dann, geh mal vor, ich folge dir unauffällig. Ach hier, okay. Waren wir ja schon. Alright, Jimmy. Here we are. A warehouse full of expensive looking junk. It makes it much more satisfying that all this is Spencer shipping. Wait. Isn't Tad's last name Spencer? Yup. And now we're gonna play a little game. Whoever smashes up the most stuff wins. Okay. Schön zersteppern hier alles. Na, die bringen nicht so viel, glaube ich. Jawohl. Das ist aber eine Menge Zeit hier, die wir haben, wenn ich das nochmal sagen darf. Auf jeden Fall. Müssen wir schon kaputte Pfoten haben, denn das ist alles Zuckerglas hier. Und machen wir ein bisschen schneller hier, wa? Sie holt nochmal auf hier. Na, dann gehen wir doch erstmal am ersten Stock hier, ne? Erster Stock! Hä? Wo denn? Noch weiter, na super, sie rennt noch weiter erstmal. Was haben wir denn noch hier schicket? Hier haben wir da noch was, wa? Jawohl. Sollte eigentlich für uns ausreichen. Aber
Erstmal eine nette Runde hier. Entspannend, sag ich mal. So, hier steht noch was. So, Mädel. Haben wir hier noch was? Hier haben wir noch was. Yeah. Was habe ich jetzt gemacht? You sure know how to have a good time, Zoe. This is the best date ever. Ja, ich hab's voll drauf. I should teach lessons or something. So. Tja. 65% abgeschlossen. Damit haben wir eine Menge geschafft. Schon wieder. Allerdings ist, wie ich finde, halt die Frage, was erwartet uns als nächstes? So, wieder gespeichert. Dann hauen wir uns mal aufs Ohr, wa? Bis zum nächsten Morgen. Ja. Melde dich beim Rektor. Okay. Na, da wollen wir uns dann mal melden, wa? Ich muss jetzt mal sehen, wie ich jetzt hinkomme. Am besten, hier zum Hafen hin. Was willst du denn noch wieder? Okay. 4 Satellitenschüsseln. Okay. Kannst du mir sagen, wie? Mit Steinen oder was? Wo sind die hier vor allem? Ah, hier. Nein, nicht doch so. Oh, ist das ätzend. Das ist manchmal echt ätzend. Ja. Fickt euch, ey. Ach, leck mich. Ich geh jetzt. Das ist echt nervtötend. Tut mir leid, aber das zackt mich dann doch zu sehr. Vor allem sind die scheiß schnell, die Penner. So schnell hinter mir. Ja, hier kommt der Glück nicht hin. Aber ich komme ja nicht aufs Boot drauf. Das machen wir den. Egal. Gehen wir mal zum Rektorchen. Wenn das noch aktuell ist. Ja. Was haben wir für ein Fach? Chemie 5. Oh. Ich schwänze. Na, ich meine, wenn ich schon mal dabei bin, könnte ich natürlich auch nochmal versuchen, hier zu machen, wa? Ist hier unten? Naja, versuchen wir einfach mal Chemie, wa? Für ein bisschen Chemiebaukasten.
So. We've got a lot of work before us. B ist vorne, T ist hinten. B ist vorne, T ist hinten. Very good. Carry on. Nein! Verdammt, 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 verdammt. Scheiße. Versuchen wir nochmal. Good job. Keep paying attention. Oh my, James, keep your mind on what you're doing. Halt die Fresse. Fascinating, isn't it? Keep up the good work. You're almost done. Scheiße. LT anstatt Dings gedrückt. Egal. Egal, egal, egal. Mr. Hopkins to report to the main office immediately. Oh yeah. So, mal sehen, ob wir die noch schaffen hier. Ah, Hopkins. Now, I'm not one to give in to popular sentiment. You can tell that by your clothes. What? I'm saying you dress great. Irrelevant. As I said, I am not a people pleaser, but in your case, I'm going to make an exception. An exception? Cool. Yes, you are without a doubt the least popular boy in the school right now. Even that fat child who wets himself is more popular than you. Coincidentally, it has also come to my attention that you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal. Yeah, well, we already knew that. Very droll. A comedian till the end. Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy. Bulworth is not for you. I'm not the one who's funny. You know what's funny? You. You're a joke, you old creep. You and your stuck-up, lame-ass school with its bullies and sex-pest teachers. This place is a dump, and you're a big-nosed freak. This school rewards losers and bullies. I just stand up to them. You painted obscene graffiti on the town hall, boy. I have it on good authority. It was you. Oh, yeah? Then who squealed? Tell me that. A commendable pupil did feel the need to tell me you were responsible for this outrage. Gary Smith! Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man. Blind! And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. Gotta be kidding. You are leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out! Whatever, man. Die ist auf Kreuzfahrt? Ist sie nicht schon seit Anfang der Story auf Kreuzfahrt? Gut, dann muss ich die Schule wohl verlassen.